Moinsen und willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, neues Spiel, neues Glück. Wir sind ja letztes Mal kläglich an den Wachen gescheitert, also an den Gardisten, weil sich dann noch ein Gardist versteckt hat. Ja, Gorn, geh mal runter. Du machst das schon. Währenddessen spazieren wir mal hier runter. Aber das letzte Mal ist genau das, was ich meinte. Wenn man hier irgendwie getroffen wird von irgendwas, dann wird die Animation abgebrochen. In dem Fall der Leiterabstieg und man knallt mit voller Wucht auf den Boden der Tatsachen. So, die plündern wir nochmal. Was machst du da, Gorn? So, die Heilkräuter nehmen wir mit. Wo ist der andere Minecrawler? Ja, wie gut, dass der hier reingebuggt ist. Ey, wehe, das sind genau die Panzerplatten, die uns hinterher fehlen, Gorn. Ich töte dich. Naja, geht leider nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich sag ja, Gorn, wehe. Egal, wir gehen jetzt erstmal wieder rüber. Und ich glaube, das war hier rum. Und schalten diesmal die Gardisten aus. So, einmal hier runter bitte. So, auf diese Plattform. Aber ich glaube, wir können noch eine tiefer. Allerdings werden wir, glaube ich, da runterknallen. Nicht getroffen, getroffen, fast Genickbruch. Erstmal den Schießenden da hinten töten. Und den hier vorne auch am besten. Dass er nicht auf dumme Gedanken kommt. Ach, jetzt stirbt doch endlich. Aber bevor wir den hinten ansnipern, eben wieder voll heilen. Na komm, ein bisschen schneller hier. Einen noch. Okay. So, wo ist der? Da ist einer. Ja, komm her. Ich verballer jetzt alle meine Pfeile, das ist mir sowas von egal. Ey, vielleicht können wir ja durch Wände schießen. Jetzt komm her hier. Wo ist der denn jetzt schon wieder gelandet? Da er hat doch irgendwo wieder... Aha. Noch einer hier. So feige angeschlichen. Wieso treffe ich den nicht? Ich stehe doch fast genau davor. Also ich bitte euch. Ja, schreie vor Schmerz. Ich hoffe, die Pfeile tun dir richtig weh. So, da haben wir hier noch einen. Den haben wir nämlich vorhin nicht gesehen. Wieso habe ich den jetzt schon wieder nicht im Visier? Ich raff das nicht. Wo kam der jetzt her? Wer hat mich abgeschossen? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist... Oh, das ist so nervig. Aber ich habe eine Idee. Was war das jetzt? Egal, Geronimo! Jetzt sterb endlich. Jawohl, Level up. Und kaputt! So. Da ist aber noch irgendwo einer. Hier stand letztes Mal auch einer. Aber ich glaube, den haben wir erwischt. Ach mein Gott. Immer dieses Maus nachstellen hier. Aber sonst kann ich nicht runtergucken. Das nervt so ein bisschen. So. Schnell. Aha.
Der wird uns nicht erreichen. Oder doch? Nein, wird er nicht. Also ich glaube, wir haben Bogen schon gemeistert, aber trotzdem schaffen wir es nicht, aus der Entfernung jemanden zu treffen. Das ist doch ein bisschen billig, oder? Na egal, erstmal wieder Heiltränke. Naja, einer zumindest. Und gucken, was hier oben noch so ist. War hier noch was? Dann war das doch die Armbrust. Ja. Super gesprungen. Hier kommen wir wohl nicht hoch. Oder hier rüber. Wäre eine Möglichkeit. Jetzt hoffe ich nur, dass sich keine Gardisten von hinten anschleichen. Das sind immer die Schlimmsten. Da freut man sich über den Fortschritt. Und irgendwas macht einem das wieder zunichte. So. Dich plündern wir auch noch. Und da oben ist ein Schürfer. Ich dachte schon, das wäre wieder ein Gardist. Auf jeden Fall, Quatsch, das ist der nicht. Wir müssen einen neuen anfangen. Ich bin noch im letzten Part irgendwie. So, den hätten wir. Aber den Bogen kann ich ja schon mal ziehen. Das macht ja nichts. Ah, da drüben. Ja, du sollst nicht laufen, du sollst schießen. So, der ist kaputt. Hast du ihn kalt gemacht? Ja, ich habe ihn kalt gemacht. Du bist so gut wie tot. Ja. Ach Mann, ey, das ist so trankverschwenderisch hier, was ich mache, glaube ich. Aber Hauptsache, wir kommen endlich mal weiter hier. Was war das hier für ein Trank, den wir gefunden haben? Ach so, Trank der Geschwindigkeit und der Schnelligkeit. Naja. So, du stirbst, mein Freund. So, hier oben hatte ich irgendwo einen. Ja, sauber. Du fällst erstmal runter. Ach komm, den Buddler erschießen wir auch. Nein, 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 nein. So. Nahkampf-Attack. Ich will den da hinten wegsnipern. Kommen wir überhaupt so weit hier? Ich sehe schon, komm, wir haben zwar so viele Pfeile eingekauft, aber... Nein, nicht den Buddler. Alter. So. Wie schmecken dir meine Pfeile? Ja, wohl, die bekommen dir wohl nicht so ganz gut. So, dann hätten wir das schon mal aufgeräumt. Oh, ein gutes Gardeschwert. Vor 20 Parts hätten wir das bestimmt noch gebrauchen können. Jetzt wohl eher weniger. So, den Trank, den pfeifen wir uns mal rein. Den auch. Und wenn wir schon dabei sind, den auch. Und den auch. Und speichern natürlich. Wir sind ja schon ein ganzes Stück weitergekommen hier. So. Ich werde erstmal oben gucken, ob hier wirklich alles gesäubert ist. Ja, das sieht gut aus. Das sind auch nur Butler. Die lasse ich mal am Leben. Ja, warum, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist hier nichts mehr. Das heißt, wir können runter, wo wir die Schatten gekillt haben. So, Treppe 1. Ach nee, Leiter. Bolzen, leichte Armbrust. Mein Gott, wie viele Armbrüste wir haben. Ich will sie nicht nachzählen. Und Gardistenschwerter. Und du stehst leicht im Weg. So. Wir hätten Gorn eigentlich am Anfang stehen lassen können.
So, hier ist alles sauber. Hoffe ich. Stehen die hier rum wie doof. Okay, das ist nur ein Butler. Gebratenes Fleisch. Hm, yummy. So. Das geplündert. Und das auch noch. Was haben wir hier noch? Reisschnaps. Und Minecrawler-Suppe. Mh, lecker. Wer wollte das nicht schon mal probieren im echten Leben? Am besten noch mit Sekret aus dem Minecrawler-Zangen, damit der genauso abgeht wie der Korkalom. Wo ist der überhaupt? Also ich weiß es, aber... würde ich mir mal Gedanken machen. So, bevor wir jetzt hier um eine Ecke gehen. Ah, Glück gehabt, nur ein Buddler. Was haben wir denn hier noch für Schächte? Das sind doch Minecrawler. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Weil ich glaube, die können nämlich hier hoch. Da kommst du jetzt her. Das kann doch nicht wahr sein. Aber Minecrawler sind ja, wie wir in früheren Teilen erfahren haben, relativ anfällig gegen Fernangriffe. Ah, da sitzt jemand. Hier ist jetzt nichts mehr. So, dann gehen wir mal hier rein. Noch mehr Minecrawler. Zwei Stück gleich. Oh oh. Schnell weg hier. Und... Ach komm, du darfst auch mal rankommen hier. So, Nummer 1 ist down. Ja, die sind irgendwie leicht. Zumindest bis jetzt. Zwei Stück. Die haben uns überhaupt nicht getroffen, oder? Ah, da ist der Freund vom Urschak, wenn ich mich recht entsinne. Da wollen wir mal hin. Und hepp. Naja, fast. Und hepp. Da wollen wir mal mit ihm reden. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Dahluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Okay. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Jo, die meint er wohl. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Ja, dann werden wir ihm mal die Medizin besorgen. Und, ich denke, wir werden noch auf ein paar Minecrawler treffen. Ich hoffe nämlich auch, dass die Platten, die wir... Ah, das ist ziemlich dunkel. Die, Panzerplatten, die wir besorgen müssen für den Wolf, für die Rüstung. Wo muss ich denn jetzt hin? Geht's hier rein? Wir haben doch bestimmt eine Fackel irgendwo. Okay. Nee, das war nicht da rein. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob es hier lang geht. Ich glaube nicht.
Wie gut das hier auch nochmal so repräsentativ eine Fackel rumliegt. So, was haben wir hier noch? Nix. Das heißt, wir müssen beim Tag da oben irgendwo weiter, glaube ich. Da werden wir jetzt mal hin. Und hepp. Und hepp. Okay, daneben. Aber hier. Aha, da sind schon die Minecrawler. Oh, wir können durch Holz laufen. So, dann wollen wir mal. Den können wir so kaputt machen. Hoffe ich. Der kommt doch nicht etwa hier hoch. Nee. Aha, ein Buch. Was kann das nur sein? Astronomie. Was steht denn da drin? Ja, irgend so ein unwichtiger Quatsch. So. Na komm schon. Kackmaussteuerung. So, das ist der Angeschlagene. Ich hoffe ja auch mal, dass wir den mal treffen, aber die rennen so schnell im Kreis. Das ist hoffnungslos, die zu treffen. Ah, jetzt hängen die fest. Na komm schon. Okay, einer ist down. Nein. Ich muss ihn erwischen, wenn er hier festhängt. Ach Mann. Wo ist er jetzt hin? Aha. Im Minecrawler-Himmel. Naja, nicht ganz. Na komm schon. Okay, den können wir nur treffen, wenn er da vorne wohl ist. Da auch. Sehr schön. Ich hoffe, das waren alle. So, dann gehen wir mal gucken. Hep. Hier raschelt's irgendwo. Ich will eigentlich gar nicht darunter. Nee, aber hier bewegt sich nichts. Wechseln wir mal auf die Nahkampfwaffe. Und dann mal rein in die Höhle des Löwen oder der Minecrawler, besser gesagt. Na, hier sind wohl keine mehr. Aber ich höre es rascheln. Egal, wir plündern erstmal alles. Die werden uns schon angreifen, wenn sie Bock haben. Ach, das sind zwei Stück hier. Den haben wir geplündert, den noch nicht. Wir brauchen ja immer noch genug Panzerplatten. Ach, die Kackpilze, die lassen wir mal da Pilze sein. Naja, es ist wieder sehr schlau, ohne Fackel hier runter zu gehen. So, den noch plündern. Und hepp. Ach, komm schon. Das habe ich ja schon mal besser hinbekommen. Und hepp. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch einer. Erstmal hochgucken. Ach, geht gar nicht. Oh, Abgründe tun sich hier auf. So, hinten ist alles sauber. Dann wollen wir mal. Ist das nur einer? Ja, du darfst auch treffen. Genau zwischen die Augen. Denke ich mal. So. Ich glaube aber nicht, dass das der letzte war. So, hier geht's noch rein.
Haben wir hier oben noch was? Nee. Dann denke ich mal, geht's hier weiter. Hä? Gott, was machst du denn hier, alter Kumpel? Ja gut, aber ich denke mal, bevor ich hier weiter die Höhlen erkunde, mache ich hier einen Schnitt und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!